Esch-sur-Alzette in Luxemburg zeigt, wie man eine Obst- und Gemüseproduktion zu einem über die Grenzen hinaus bekannten Erfolgsprojekt machen kann. Ein 960 Quadratmeter großes Gewächshaus mit integriertem Niedrigenergiebüro in Holzbauweise produziert Biogemüse für regionale Märkte, Privatpersonen und Kindertagesstätten. Die Wärmeproduktion erfolgt durch einheimisches Holz in einem Holzvergaserkessel. Das anfallende Regenwasser wird am Standort zur Bewässerung genutzt. Der gesamte Stromverbrauch wird durch zertifizierten Grünstrom abgedeckt. Die Verarbeitung und nachhaltige Verpackung erfolgt am Standort und hat so auch positive Auswirkungen auf den Jobmarkt. 4 der 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in einem Arbeitsintegrationsprojekt befinden, fanden mittlerweile eine feste Anstellung am freien Arbeitsmarkt.